Ihr moralischer Zeigefinger. Eieiei. Du trägst aber schöne Pullover. Sehr schöne Pullover, die du da hast. Selbstgemacht, natürlich. Bei gekaufter Kleidung werden Tiere ihrer Wolle beraubt. Wenn du den Tieren keine Wolle wegnehmen willst, woraus sind dann deine Pullover? Genau. Schwitzwolle. Was? 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 Schwitzwolle. Das ist Wolle, die die Schafe nicht mehr haben wollen. Genau. Woher willst du das wissen? Ich beobachte die Schafe. Und wenn es im Sommer so warm ist, dass sie unter ihrer dicken Winterwolle zu schwitzen beginnen, dann frage ich sie, ob ich sie scheren soll. Und was sagen sie? Oh mein Gott. Ja, gerne. Ja, genau. Glaube ich zumindest. Das sind also Schwitzwollpullover. Richtig, sie sind großartig. Allein der Geruch ist so... Oh. Natürlich. Yeah. Muss hart sein, hier Wache zu schieben. Und du sitzt hier die ganze Zeit auf einem kalten Stein und schaust in die Landschaft? Gehst du nie weg? Ich meine, du musst doch auch mal was essen. Das ist in der Tat ein Problem. Ich hatte mir Brote geschmiert, aber die sind alle. Und hier gibt es nicht sonderlich viel zu essen für eine Vegomanin. Vegomanen? Vegomanen? Ich esse nichts, was aus Tieren gemacht ist, was Tiere vielleicht essen würden oder was Tiere schon mal gegessen haben. Außerdem bin ich gegen magische Geschmacksverstärker. Was isst du dann überhaupt noch gar nichts? Ich kenne ja Vegetarier und Veganer, das sind ja schon schlimme Spacken, aber... Vegomaner? Naja, okay. Ich bräuchte dringend den... Stil deines Schildes. Ich würde dich gerne in deiner Arbeit unterstützen und da hinten protestieren. Ausgezeichnet, nur zu. Dafür bräuchte ich aber das Schild. Ach, du Kacke. Du glaubst wohl, hier bekommt jeder einfach so ein Protestschild. Das muss man sich erst verdienen. Der moralische Zeigefinger. Du musst 3 Aufgaben erfüllen, um eine Petra-Schildtrageberechtigung zu erhalten. Oh mein Gott. Erstens darfst du kein Fleisch essen und keinerlei tierische Produkte benutzen. Zweitens musst du all dein Hab und Gut in den Dienst der guten Sache stellen. Das heißt, du musst es Petra spenden. Drittens... Danke, reicht schon. Ja. Und wogegen protestierst du so? Und du protestierst gegen... Alles, was nicht stimmt in dieser Welt. Das ist eine Menge zu tun. Der Krieg, die Zerstörung ganzer Städte, die Ausbeutung der Arbeiter in der Rüstungsindustrie, die alleingelassenen Waisen. Ach was, die sind doch alle selber schuld. Ich kümmere mich um die, die sich nicht selber schützen können. Die Tiere. Und... Ja genau, Waisen sind selber schuld. Ich bin zum Beispiel in Schnitzlingen von Hof zu Hof und habe 2 Dutzend Rinder befreit. Die sind zwar dann im Winter alle umgekommen, weil sie nicht genug Futter gefunden haben... Aber besser tot als ein Gefangener der Fleischfresser. Boah, Alter. Ich wäre gerne frei und am Leben. Ich habe ein Stück Leder von einem der Höfe mitgenommen. Es soll mich immer daran erinnern, dass ich etwas Gutes getan habe. Ja, extrem. Du bist eine Heldin. Alter, ich kann die einfach nicht leiden. Wegen des Lederstücks. Dieses Lederstück, kann ich das haben? Was willst du damit? Ich will damit Gutes tun. Ich werde damit viel Gutes tun und Missstände anprangern. Mit einem Lederlappen? Natürlich, denn es ist nicht nur irgendein Lederlappen. Es ist Petras Lederlappen. Mit ihm werde ich durchs Land ziehen und den Menschen die inspirierende Geschichte der Mutigen und Gutherzigen... Ja, was soll's. Du kaufst mir das doch sowieso nicht ab. Was? Es soll ein Andenken sein. Ich hätte gerne ein Andenken an dich. Also, wieso das? Ich glaube, dass du mal sehr berühmt werden wirst. Tatsächlich? Du bist rücksichtslos, selbstherrlich und völlig verrückt. Du wirst es weit bringen. Vielen Dank. Und dann will ich sagen können, die kannte ich schon, als sie uns nur in den Nordlanden auf die Nerven gefallen ist. Also gut, nimm das Lederstück als Andenken. Ja, danke schön. Danke vielmal, ne? Das hänge ich mir gleich um den Sack, wegen des Protestschilds. Ich bräuchte wirklich dringend dein Protestschild. Die Tiere brauchen es noch viel mehr. Solange ich hier bin, werde ich es mit Stolz tragen. Oh, Petra. Keine Chance, ich muss sie loswerden. Oh.
Du musst sie loswerden. Ich muss weiter. Das heißt also, aha, was machen wir denn da? Wie heißt du eigentlich? Petra, natürlich. Genau wie meine Organisation. Ja, wer hätte es gedacht? Den Namen werde ich mir merken. Petra, Petra. Nicht mit Petra reden. Petra ist verrückt. Halt dich fern von Petra. Hab's. Gut, 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 gut. Wunderbar, wunderbar. Was haben wir denn jetzt? Haben wir irgendwas, was wir verwenden? Nein, haben wir nicht, natürlich nicht. Naja, dann, können wir momentan wohl nichts machen. Zurück in der Höhle des Löwen. Können wir irgendwas mitnehmen? Nein, können wir nicht. Die Schnur? Mein überlegener technischer Verstand sagt mir, dass die Klingel klingeln wird, wenn ich an dieser Schnur ziehe. Heieiei, gut kombiniert, Dr. Watson. So, betrachte den Rucksack. Oh, 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 heieiei. Der Rucksack ist schon ganz steif gefroren. Der ist nicht mehr zu gebrauchen. Aber hier, die Hacke könnte nützlich sein. Nimm die Hacke. Wunderbar. Hab sie. So, jetzt haben wir also eine Hacke. Die können wir wahrscheinlich nicht mit dem Leder kombinieren. Nein, wollte ich auch nur mal kurz probieren. Betrachte das Hufeisen. Das Hufeisen hängt mir zu nah bei Cornelius. In seinem Yeti-Kostüm hat er eine ziemliche Reichweite. Okay, ja, was machen wir denn? Cornelius, genau so hieß der alte Spacken da. Betrachte die Eiswand. Die Eishöhle scheint größtenteils natürlichen Ursprungs zu sein. Aber an einigen Stellen hat der gute Cornelius nachgeholfen. Hier sieht man Werkzeugspuren. Werkzeugspuren? Was ist das? Bergsteigerhaken. Hacken. Glätte die Eiswand. Ich schabe mit der flachen Seite das Eis so gut es geht glatt. Ach so. Okay. Nicht schlecht. Das Eis bildet jetzt eine mehr oder weniger glatte Fläche. Glatter kriege ich sie mit der Hacke nicht. Ja, was will man da jetzt machen? Betrachte die Eiswand. Das Eis bildet jetzt eine mehr oder weniger glatte Fläche. Glatter kriege ich es mit dem Schabber nicht. Ja, das hast du schon gesagt, aber ich frage mich was... Ah, Lederlappen. Warte mal, poliere die Eiswand. Also gut, jetzt noch etwas polieren. Halleluja! Und wieder eine glückliche Oberfläche. Sie darf mich spiegeln. Wow, spiegelnde Fläche. Ich habe die Eisfläche mit dem Lappen so glatt gewischt, dass man sich darin spiegeln kann. Okay, dann probieren wir das nochmal. Mit der Schnur. Oh, wir lassen den einfach nicht in Ruhe, ne? Den armen Yeti. Naja. Ja, nee, jetzt geh besser mal weg hier. Mal schauen, was jetzt passiert. Ja. Was? Ach du meine alles, Güte. Alles klar? Hey, da ist er ja wieder, der alte Sack. Der Yeti! Ich habe den Yeti entdeckt! Oh, Tatsache. Du, oh. Ja, ja! Dort in der Wand ist er! Seien Sie vorsichtig! Er ist aggressiv! Oh, Nate, zieh doch einfach den alten Opa da aus dem Kostüm raus! Er hat einen von uns erwischt! Was laberst du? Oh ja, einen verdammt gut aussehenden jungen Mann. Dann sind es zwei. Oder, oh nein, wissen Sie, was das bedeutet? Ich muss meine Strategie überdenken. Lassen Sie sich von dem haarigen Teufel nicht hinters Licht führen, mein Freund. Ah, du meine Güte, können wird er jemals zur Vernunft kommen, der alte Sack? Naja, jetzt können wir auf jeden Fall das Hufeisen an uns nehmen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ein Hufeisen? Einige Leute behaupten, Hufeisen seien Glücksbringer. Ja, auf sagen, jeden es Fall. Es sind geformte Eisenstücke, die Pferden unter die Hufe genagelt werden. Auf jeden Fall ist es beides und wir nehmen es deshalb mal mit. Betrachte den Griff, den wollten wir ja schon anfangs hier mal
klauen, aber... Das ist eine Waffe für... für Yeti-Ritter. Es ist unmöglich, auf den Yeti-Ritter-Spruch noch eins draufzusetzen. Deswegen sage ich dazu einfach gar nichts mehr. Okay, dann sagst du mal gar nichts mehr. Haben wir sonst noch was? Betrachte den Tontopf. Also schön, was haben wir hier? Ein Tontopf. Ein weißes Pulver. Salz? Drogen? Letzteres könnte eine Erklärung für Cornelius' Zustand sein. Das ist Zucker. Darf ich etwas davon? Bedien dich, davon habe ich mehr als genug. Irgendwie trinke ich in letzter Zeit nur noch halb so viel Tee wie früher. Danke. Ja, an was das wohl liegen wird. So, haben wir hier noch etwas, das wir klauen können? Hier in der Suppe haben wir nichts mehr. Ah, jetzt können wir vielleicht was sperren. Dafür gibt es momentan keinen Grund. Aber sollte Cornelius wieder ausrutschen und sich in den Yeti verwandeln, könnte ich darin vielleicht Schutz suchen. Okay. Cornelius ist wieder normal. Also, naja. Ja. sonst haben wir hier aber nichts, ne? Betrachte die fettige Pfanne. Ach so. Die Pfanne ist ranzig und von innen schwarz. Fett hat sich über Monate daran festgebrannt. Man soll eine Pfanne nie spülen, hat meine Oma immer gesagt, wegen des Geschmacks. Darf ich sie benutzen? Warum nicht? Solange du sie nicht abwäschst. Die Pfanne ist heiß. Ich könnte mir etwas braten, wenn ich denn wollte. Das würde ich auch gerne mal von meiner Mutti hören, ne? Dass man die Pfanne ja nicht abwäschen soll. Betrachte die fettige Pfanne. Ja, können wir die nicht mitnehmen? Ja, gut. Können wir hier den Zucker oder so reinmachen? Fülle den Zucker in die Pfanne. Was anderes wäre ja auch... Der Zucker schmilzt und bildet eine klebrige, gelbbraune Masse. Ah. Okay. In der Pfanne ist nun ein Klumpen gelbbraune Zuckermasse. Mit bloßen Händen fasse ich den bestimmt nicht an. Ja, dann mach's doch mal mit dem Hufeisen. Oh, geht nicht. Naja, okay. Dann eben nicht. Was haben wir denn hier noch? Ah, ein Schal. Ein Schal. Wunderbar. Stricken zu können ist in diesen Breiten vielleicht nicht ganz so sinnlos wie anderswo. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier für warme Socken und Schals einen Markt gibt. Ja, dann nimm mal mit den Schal. Mir ist nicht kalt, aber hier hängt ein Faden raus. Den nehme ich mit. Nennen wir es reine Bosheit. Ein Faden haben wir also geklaut. Also, was machen wir denn jetzt mit dem Faden? Erhängen wir den Yeti? Ein gruseliges, haariges Monster und sein Freund, der Yeti. Ja, super. Was haben wir denn hier? Sonst haben wir nichts mehr, oder? Hier drin? Nein. Naja, dann gehen wir eben mal raus. So, können wir jetzt irgendwie mit dem Faden? Ich weiß ja nicht. Tralali, tada, tada. Mit Petra reden. Komm schon. Hey. Ja, ich du musst ja nicht... Tiere. Oh, halt die Fresse. Welche Tiere denn? Jetzt keine Tiere. Ich ja, muss gut. Weiter. Okay, aber vergiss nicht. Jeder gerettete Regenwurm macht einen Unterschied. Oh. Das wage ich zu bezweifeln. Es stimmt. Das Schluchzen eines Regenwurms hier in den Nordlanden kann einen Taifun im Südmeer auslösen. Ich nenne das den Petra-Effekt. Weißt du, was ich den Petra-Effekt nenne? Deine Dummheit. Ohne Scheiß. Können wir hier Faden und Hufeisen, können wir das irgendwie kombinieren? Wohoho, wer hätte gedacht? Und jetzt können wir irgendwie angeln oder so, keine Ahnung. Können wir da was machen? Langsam merke ich, dass ich so ins Spiel reinkomme. Von Magie lasse ich lieber die Finger. Weil mir immer solche absurden Ideen kommen und dann richtig sind sogar. Naja, haben wir hier irgendwas?
Ah, ein Holzstuhl haben wir. Stünde dieser Stuhl an einem Strand auf einer tropischen Insel, hätte ich ein Met in der einen Hand und eine mandeläugige Schönheit in der anderen. Aber so ist es nur ein alter nasser Stuhl mitten im Nirgendwo. Ja, man darf träumen, Nate, man darf träumen. Aber nichtsdestotrotz, betrachte das Fass. Ein großes Metallfass. Oh, es ist gefüllt mit einer übelriechenden Farbe. Ja, dann, ja. Betrachte die Sprungfeder, die können wir bestimmt mitnehmen. Eine Metallfeder, ziemlich stark. Ja, dann nimm sie mit, die Metallfeder, Kumpel. So, wunderbar. Betrachte die Metallplatte. Die Metallplatte sieht ziemlich schwer aus. Sie ist einige Zentimeter im Schnee versunken. Okay, können wir da irgendwie die Sprungfeder raufklemmen? Ich könnte das Ende der Feder durch die Ösen drehen. Die Feder ist jetzt fest mit der Metallplatte verbunden. Ich hab Hätte ich noch einen kleinen bemalten Hippogreif, könnten wir alle viel Spaß haben. Ich habe zwar keine Ahnung, was das sein soll jetzt gerade hier, aber Die Feder ist jetzt fest mit, hätte ich noch einen kleinen... Ja, es scheint zu stimmen. Was bist du denn? Betrachte das Viehbaby. Oh, wie süß. Oh, ist das niedlich. Ja, ne? Guten Abend, meine Damen und Herren. Oh, was ist das denn? Mein Jüngster. Alles in Ordnung mit ihm? Mein Jüngster. Seine Stimme ist... Hier geboren. Spricht gut. Ach so. Ja, das schon, aber die Stimme ist etwas, wie soll ich sagen, etwas ungewöhnlich. Na, mein kleiner Freund, willst du mit mir die Pinguine beobachten? Oh mein Gott. Alles nachsprechen. Er plappert alles nach, was er gehört hat und auch noch in der Stimme, in der er es gehört hat? Faszinierend. Ihr Schatz. Und nun zurück zum Sport. Alter, das Kind sollte man ja gerade in Supertalent stecken. Betrachte die Gegensprechanlage. Irgendwo in diesem Heiligtum sitzt ein Fellknäuel und spricht durch ein Rohr mit mir, obwohl ich vielleicht dutzende Meter entfernt bin. Es ist beeindruckend, wie weit die moderne Telekommunikation es gebracht hat. Fast schon beängstigend. Ja, ja, nichts. Hast Glück, dass du nicht in unserer Zeit wohnst. Betrachte den Ventilator. Ein Ventilator? Er drückt kühle Nordlandluft in den Berg. Okay, ja. Rede mit dem Viehbaby. Sprechen wir nochmal mit dem. Gucci, Gucci, Gu. Gucci, 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 Gucci. Läuft es einem kalt den Rücken runter. Verstehst du auch schon, was du so erzählst? Da gibt's nichts zu kichern, mein kleiner Freund. Hm, also nicht. Na, mein kleiner Freund, willst du mit mir die Pinguine beobachten? Oh, Mann. Schon wieder die Petra. Oh, da hat er sich ein ganz schlechtes Beispiel ausgesucht. Ja, betrachte das Metalltor. Was die Viecher wohl in dieser Höhle verbergen? Ja. Sorry, ich habe gerade unterbrochen, aber er scheint wohl nichts Relevantes zu sagen dazu. Dann, ja. Sprechen wir nochmal mit dem Opa hier. Das ist noch ein Vieh. Ja, gut. Viecher sind immer gut, weißt? Ja, gut. Dann können wir soweit nichts mehr machen.